Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schminke ich euch ein Fullface mit Make-up-Produkten, die ich aussortiert habe. Ich liebe es, mein Make-up auszusortieren. Aber ich habe dazu noch nie ein Video gemacht, weil ich es einfach total chillig finde, um mir währenddessen Musik anzumachen und es einfach richtig zu genießen. Und wenn ich in der richtigen Stimmung bin, dann sortiere ich wirklich sehr, sehr, sehr viel aus. Beim letzten Mal, als ich aussortiert habe, habe ich das dann so gemacht, dass ich die ganzen Produkte, die ich aussortiert habe, in eine Kiste gepackt habe, weil ich dachte, da kann ich vielleicht irgendwann mal ein Video mitmachen. Das ist mittlerweile aber so lange her, dass ich gar nicht mehr genau weiß, weshalb ich die Produkte aussortiert habe. Das heißt, weshalb ich sie aussortiert habe, finden wir heute zusammen raus. Ich dachte tatsächlich, ich hätte keinen Primer, aber da ist mir eingefallen, dass ich einen aussortiert habe und meiner Mama gegeben habe, den ihr höchstwahrscheinlich auch von mir kennt. Das ist der Becca Backlight Priming Filter und den habe ich eine sehr lange Zeit immer nur verwendet, eigentlich nichts anderes. Das hier ist wie so ein Flüssig-Highlight. Ich habe ihn aussortiert, weil ich tatsächlich nicht mehr so gut damit klarkomme. Also das Ganze kommt in so einer Verpackung. Ist relativ teuer, meine ich. Ich weiß jetzt auswendig den Preis nicht. Da da wirklich nicht mehr viel drin ist, muss ich das jetzt mal so rausnehmen. Was ich liebe an diesem Produkt ist der Geruch. Ich liebe, liebe, liebe den Geruch. Es riecht frisch. Für manche mag es nach Putzmittel riechen, aber für mich auf einer sehr positiven Art und Weise. Also nicht so chemisch, aber so ein bisschen frisch, zitronig. Ich mag den Geruch total gerne. Aber was es bei diesem Produkt ist, das ist halt ein bisschen wie so ein Flüssig-Highlighter. Zwar dezenter als andere Flüssig-Highlighter, aber schon so ein wenig. Ihr könnt vielleicht auch erkennen, dass meine Haut schon einen Glanz verliehen hat. Und ich merke jetzt halt auch wieder, es zieht total schnell ein. Was das Problem aber bei diesem Ding ist, wenn man trockene Stellen hat, da ein Flüssig-Highlighter drüber zu geben, ist einfach extrem unvorteilhaft. Und auch wenn dieser Glanz nur dezent ist, setzen sich meiner Meinung nach an diesen trockenen Stellen so ein bisschen die Glitzerpartikel ab. Ich habe das nie wirklich bemerkt, weil meine Haut nie so trocken war, aber in der letzten Zeit ist sie viel trockener geworden. Da bin ich halt auf den First Light Priming Filter umgestiegen, der meiner Meinung nach viel mehr Feuchtigkeit spendet, aber gleichzeitig auch einen dezenten Glanz verleiht, aber nicht so stark wie dieser hier. Dann habe ich hier eine Foundation, das ist von Catrice, das All Matte Plus Shine Control Make-up. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe diese Foundation noch nie ausprobiert. Ich habe mir die damals gekauft, war im Laden der Meinung, dass es wirklich meine Farbe wäre. Als ich dann zu Hause das Ganze nochmal geswatcht habe, hat es extrem orange auf mich gewirkt. Dementsprechend habe ich es einfach direkt aussortiert. Probieren wir heute zusammen aus. Das ist auf jeden Fall die Farbe 020 Nude Beige. Oh, das ist dick. Das ist dick. Ich habe das aufgegeben. Guck mal, wie ich mit meiner Hand schütteln muss, bevor sich das Produkt überhaupt bewegt. Interesting. I don't know what to think about this. Einarbeiten werde ich das mit dem Schwamm von Real Techniques. Oh ja, den Geruch. Den Geruch mochte ich auch nicht. Dieser Geruch erinnert mich daran, wie Make-up gerochen hat, was ich früher benutzt habe. Das ist noch nicht mal orange, das ist einfach rosa. Aber ich werde versuchen, das Produkt neutral zu bewerten, ganz abgesehen von der Farbe. Dunkelt das gerade nach? Ja, oder? Ich sehe hier gerade ein bisschen orange aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie lässt sich nicht so richtig in meine Haut einarbeiten, sondern sie liegt nur oben drauf, weil dann habe ich hier gerade so gewischt. Ich habe das Gefühl, das ganze Make-up an dieser Stelle ist jetzt weg. Bei einer mittelstark deckenden Foundation sieht es bei mir oft schon aus, als wäre es Full Coverage, weil es alles abdeckt. Aber das hier, das deckt ja nichts. Man sieht die Rötung vor meinem Pickel noch, die Rötung auf meiner Wange. Und es ist echt nicht so, dass es krasse Rötungen sind, die ich im Gesicht habe. So, machen wir weiter und zwar mit Corrector. Das ist ein Produkt, wovon ich weiß, dass einige von euch sich das damals nachgekauft haben, als ich das geliebt habe. Das ist von Becca. Normalerweise kenne ich die Namen von den Produkten immer auswendig. Under Eye Brightening Corrector. So sieht das Ganze aus. Und das ist ein cremiger Corrector in so einem hellrosa Ton. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb ich den sehr mochte, weil er eben diesen rosa Ton hat und andere Corrector, die damals immer auf den Markt gebracht wurden, waren so richtig dunkelorange, was einfach bei meinem Hautton nicht geht, weil dann musst du dir gefühlt 3 Schichten Concealer aufgeben, damit der Corrector überhaupt ab gedeckt ist. Mein Problem mit diesem Produkt mittlerweile ist, dass es mir einfach zu dick von der Konsistenz ist. Von der Konsistenz her ist es so ein bisschen wie ein Lippenstift. Damals war es aber so, obwohl es dicker war, sah es nie cakey unter meinen Augen aus. Mittlerweile ist das jedoch ein bisschen anders. Das hier ist der Corrector von Urban Decay. Vom Ton her ist er total ähnlich, aber er ist flüssig und hat die Konsistenz wie ein Concealer. Und das mag ich viel, viel lieber. Es sieht aus
als wäre es ein bisschen feuchtigkeitsspendender. Und es setzt sich halt nicht wirklich ab. Also es wird nicht cakey unter den Augen. Man hat ja so unterschiedliche Arten von Absätzen. Es gibt einmal, dass der Concealer sich einfach in die Fältchen legt. Das kann man fast nicht vermeiden. Und dann gibt es einmal dieses Absetzen, wo der Concealer so wirklich in Stücke zerbricht und der Concealer einfach cakey aussieht. Und das ist dieses Absetzen. Oder man muss halt wirklich eine extrem dünne Schicht verwenden. Aber wenn man so eine dünne Schicht verwendet, dann finde ich auch einfach den Effekt von dem Produkt nicht mehr genug, um es überhaupt zu verwenden. Und dieses Produkt enthält so kleine Glitzerpartikel, aber ich finde, die merkt man gar nicht so stark auf der Haut. Aber ich glaube, dieses Video ist ganz interessant zu sehen. Auch für mich selber, weil mein Geschmack ändert sich halt, je nachdem, wie meine Haut sich ändert, so, ne? Ich versuche euch gerade zu zeigen, wie sich das abgesetzt hat. Allerdings weiß ich nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Kommen wir zu Concealer. Da habe ich den Born This Way Concealer von Too Faced. Ein weiterer Favorit von mir, Langzeitfavorit, weil ich immer gesagt habe, der ist sehr feuchtigkeitsspendend. So hat er mir auf mich gewirkt. Ich mag den immer noch total gerne. Den habe ich nur aussortiert, weil der so gut wie leer ist. Und ich habe bereits einen neuen in meiner Sammlung. Aber wir können ja mal gucken, wie viel Produkt ich hier noch rauskriege. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo ich den immer benutzt habe? Let me know in the comments. Arbeiten wir wieder schön ein. Ja, den mag ich immer noch. Genau unter meinem Auge, also so hier in diesem Bereich, hat das Produkt sich angesammelt. Aber das ist halt wegen diesem hier. Aber Leute, das Ganze hat natürlich auch was mit meinem Hauttypen zu tun, der sich mittlerweile geändert hat. Das bedeutet nicht, dass ich diese Produkte jetzt wirklich extrem schrecklich finde oder so. Es sei denn, ich erwähne es ausdrücklich. Dann kommen wir zu Puder und da habe ich das Laura Mercier Translucent Setting Powder. Ein bisschen habe ich noch rausbekommen. Ich hoffe, das ist ausreichend, um jetzt die Partie unter meinen Augen zu fixieren. Aussortiert habe ich es damals einfach, weil es leer ist. Und nicht nachgekauft habe ich es mir, weil ich eine Alternative dafür finden wollte. Dann habe ich das CoverFX Perfect Setting Powder verwendet, was ich total gerne mochte. Danach habe ich dann eine Weile einfach das Rimmel Stay Matte Powder verwendet in Transparent. Mochte ich auch total gerne, aber es ist halt ein gepresstes Puder und kein loses. Danach habe ich das von Manhattan verwendet, das war mir aber zu pink. Dann habe ich mir das von Too Faced gekauft. Die Farbe mag ich, aber ich habe gemerkt, an trockenen Stellen ist das katastrophal. Und jetzt habe ich ja neuerdings von Makeup Revolution die Puder und ich werde mal schauen, vielleicht formt das ja dann eine Alternative dazu. Ich glaube tatsächlich, ich bin zurzeit ein bisschen zu hell für das Puder. Also es wirkt fast, als hätte es die Partie genau unter meinem Auge noch mal ein bisschen abgedunkelt. Die Produkte haben sich genau unter meinem Auge extrem abgesetzt, aber wie gesagt, das liegt nicht an dem Puder. Es hat trotzdem hier die Partie so um meine Nase herum, da wo man so ein bisschen erweiterte Poren hat, sehr schön weich gezeichnet. Und das ist mir auf jeden Fall von dem Laura Mercier Puder beigeblieben, dass es halt wie so ein Weichzeichner auf dem Gesicht ist. Und das machen schon einige Puder, aber ich finde, das macht das auf jeden Fall ziemlich gut. Der Bronzer, den ich aussortiert habe, ist eigentlich kein tatsächlicher Bronzer. Das ist von LA Girl, das HD High Definition Matte Pressed Powder. Und ich habe mir das damals gekauft, als ich, ein Full Face mit LA Girl Kosmetik gemacht habe. Also als ich die Kosmetik von denen getestet habe. Ich verlinke euch das Video mal. Nee, mache ich nicht. Das ist mir zu peinlich. Ich habe es seitdem nie mehr verwendet. Ich meine, meine Schwester hat es danach noch eine Zeit verwendet und ich aber irgendwie nie mehr. Ich weiß auch gar nicht genau, wieso. Hello, Mama Mia. Könnt ihr das sehen? Es ist auf jeden Fall sehr pudrig. Ich habe es halt extrem lange und... Ja, ich glaube, der Grund, weshalb ich es aussortiert habe, war vielleicht, weil es nicht so ganz meine Farbe war. Ich glaube, das Ganze muss ich mal ein bisschen verblenden hier. Wird das gerade ein bisschen fleckig? Jetzt, wo ich so wunderbar aussehe, kommen wir doch einfach mal zu den Augenbrauen. Da habe ich den Brow Satin von Maybelline. Der Name ist so gut wie abgenutzt, aber so sieht er aus. Der Deckel an dieser Seite fehlt mir und ich meine, das ist der Farbton Brünett. An der einen Seite hat er so ein Schwämmchen und an der anderen Seite halt einfach so eine Mine. Ich habe den damals für meine Drogerie-Tutorials verwendet, als ich noch nicht wirklich einen geilen Augenbrauenstift in der Drogerie gefunden hatte. Es war nie der beste, den ich jemals ausprobiert hatte, aber man konnte halt damit arbeiten. Aussortiert habe ich ihn, weil ich ihn außer für Drogerie-Tutorials eigentlich so gut wie nie verwendet habe. Die Farbe mir auch ein Ticken zu dunkel ist und die anderen Augenbrauenstifte, die ich mittlerweile gefunden habe, sei es aus der Drogerie, sei es von Primark, sei es von LA Girl, erstens günstiger und zweitens besser sind. Dann wollen wir mal, würde ich sagen.
Ich bevorzuge halt auch eine minimal dünnere Mine. Das ist jetzt kein Drama, weil man kann das Ganze immer noch mit Concealer ausbessern. Aber wie gesagt, so jetzt, wo ich was Besseres gefunden habe, muss er sich halt nicht unbedingt weiterhin in meiner Sammlung aufhalten. Z-Escalated really quickly. Um das Ganze zu retten, nehme ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Concealer auf meine Hand drücken und bessere das damit aus. Also die Konsistenz von einem Augenbrauenstift ist wirklich nicht schlecht. Deswegen habe ich ihn damals wahrscheinlich halt auch empfohlen, weil ich nichts Besseres kannte aus der Drogerie. Aber Mine ist zu groß, Farbe ist für mich zu dunkel und ja. Wenn man ein Full Face mit Flop-Produkten zum Beispiel schminkt oder ein Full Face mit aussortierten Produkten, ist die Motivation, um seine Augenbrauen perfekt hinzubekommen, halt so gut wie nicht anwesend. Weil man eigentlich schon weiß, dass egal was man machen wird, der Look wird eigentlich eh nicht gut aussehen, weil halt Produkte dabei sind, die auch nicht so geil sind. Ich muss es jetzt nicht versuchen zu verbessern, weil Ziel des Videos ist ja, euch auch zu zeigen, weshalb ich die Produkte aussortiert habe. Es tut nur im Herzen weh. Dann habe ich hier ein Blush von MAC, wo ich mich... ich glaube, ich weiß, weshalb ich den aussortiert habe. Er hat halt so einen richtig starken Goldglanz. Und das ist auch der Grund, weshalb ich ihn aussortiert habe. Eine Zeit lang mochte ich es total gerne, wenn mein Blush einen Schimmer enthalten hat. Mittlerweile ist es aber so, dass ich es liebe, wenn meine komplette Wange einfach matt ist und ich nur gezielt ein Highlight setze. Ich finde es halt... Der Farbton vom Blush an sich gefällt mir total gut. Aber diesen Schimmer, wenn ich mich so zur Seite drehe, dass meine komplette Wange glänzt, ist halt total unvorteilhaft, weil wenn du auch nur eine Pore im Gesicht hast, wird sie direkt hervorgehoben. Und man macht das ja schon mit Highlighter und ich persönlich mache es dann halt lieber nicht mehr mit Blush, sondern nur noch mit Highlighter. Dann kommen wir jetzt zu Highlighter und das Produkt, was ich aussortiert habe, ist... offiziell nicht ein Highlighter, aber damals hat auf Instagram jeder gesagt, dass er es jetzt als Highlighter verwendet und dass ihr das so liebt und so weiter und so fort. Und es ist halt ein Produkt aus der Drogerie. Und wir wissen ja, wie wir alle ausrasten, wenn es einen guten Highlighter in der Drogerie gibt. So, das ist von Trended Up, der Elastic Eyeshadow im Farbton 010. Da ist er. Ich weiß nicht, ob man ihn richtig gut erkennen kann. Sunshine. Die Sonne fängt an zu strahlen. Ich hoffe, dass ich das Video fertig drehen kann, bevor sie komplett auf meinem Hintergrund gelandet ist. Sorry, Leute. Das Problem allerdings bei diesem Highlighter ist die Konsistenz. Weil ich da halt nichts mit anfangen kann, weder als Lidschatten noch als Highlighter, habe ich den aussortiert. Ihr könnt vielleicht sehen, wie glatt die Oberfläche schon geworden ist. Wenn ich da jetzt mal meinen Pinsel reingehe, muss ich da so richtig drin bohren, bevor mein Pinsel da Produkt aufgenommen hat. Weil der halt erstmal durch diese glatte Oberfläche durchkommen muss. Nee, was ist denn das hier? Nee, Textur mag ich auch gar nicht. Es hat richtig stark die Textur meiner Haut nochmal hervorgehoben. Also ich komme leider echt nicht damit klar. Der bleibt weiterhin aussortiert. Mein Augenlid ist jetzt auch auf Lidschatten vorbereitet. Und da habe ich von Trended Up den Nummer 1 Eyeshadow im Farbton 110. So sieht der aus. Den habe ich mir gekauft, weil ich eigentlich für Silvester ein Drogerie-Make-up-Look machen wollte. Das ist ja nie passiert. Ich weiß nicht, wieso ich ihn aussortiert habe. Auch der ist relativ pudrig, was ich ja eigentlich ganz gerne mag. Oh. Ups. Der ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht pigmentiert, du. So als Übergangsfarbe kann man den noch machen. Ah, doch. Ganz leicht fleckig, habe ich gerade geguckt, ist er. Aber als Übergangsfarbton geht er eigentlich voll. Dann verwende ich jetzt den gleichen Lidschatten von eben einfach auf meinem kompletten Lid. I'm not even trying. Dann habe ich hier von NYC den Liquid Liner im Farbton Pearlized Black. Und der Farbton ist auch der Grund, weshalb ich ihn aussortiert habe. Diesen NYC Liquid Liner gibt es in den Niederlanden zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es den in Deutschland überhaupt gibt. Ich habe diesen Eyeliner halt oft bei so amerikanischen YouTubern gesehen. Und die meinten halt oft so, dass sie den gut finden, bla bla dies, das. Ich habe mir dann aber die falsche Farbe gekauft. Und das ist irgendwie so ein Schwarz mit Silber-Glitzerpartikeln drin. Ja, und sowas trage ich halt nie. Also, das brauche ich gar nicht zu haben. Ich habe tatsächlich den in einem richtigen Schwarz dann doch auch noch bekommen irgendwann. Ja, der war ganz okay. Ich glaube, das Problem an diesem ganzen Look ist einfach gerade, dass ich mit der Einstellung schon bereits reingegangen bin, dass der Look nichts wird. Und so hat sich das Ganze dann halt auch gerade entwickelt. Dann habe ich hier noch Wimpern, die ich aussortiert habe.
random. Das sind die Coco Lashes im Style, blende ich euch hier ein. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ich habe mir die damals gekauft, weil Desi Perkins und Luster Lux die ständig getragen haben und die sahen übelst schön an denen aus. Dann habe ich mir die Wimpern aus den Staaten bestellt und dann habe ich sie zum ersten Mal aufgeklebt und dachte mir nur so, ja, Hannah, hättest auch dran denken können, dass die bei dir jetzt nicht unbedingt genauso aussehen wie bei anderen. Und eine Wimperntusche, die ich mir vorher noch aufgeben werde, die ich aussortiert habe, ist die Essence Rock and Doll Volume and Eye Opening Mascara. So sieht die aus. Und wenn wir dieses Bürstchen sehen, wissen wir wahrscheinlich alle, weshalb ich sie aussortiert habe, weil es für meinen Geschmack einfach viel zu riesig ist. Ich lege echt keinen großen Wert auf Mascara, muss ich sagen. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass ich ihn am Ende des Tages halt nicht überall im Gesicht hängen habe, weil für den Rest, so wie er ansonsten aussieht, ich trage halt eh falsche Wimpern, deswegen ist mir das relativ egal. Aber ich verstehe einfach nicht, was es auf sich hat mit diesen großen Bürstchen. Ich verstehe, es gibt Leute, die haben sehr lange Wimpern und ich verstehe, es gibt Leute mit sehr großen Augen, aber so ein großes Bürstchen ist doch für niemanden angenehm, oder? Und dann kann man da auch nur total schwer die unteren Wimpern mittuschen. Also ich verstehe es nicht so richtig. In der Zeit, wo die Wimpern antrocknen, können wir uns ja schon mal das Fixierspray ins Gesicht geben. Danach bleibt uns nämlich nur noch das Lippenprodukt übrig. Da habe ich tatsächlich zwei, die ich aussortiert habe. Und zwar zum einen das Milani Make It Last Setting Spray. Das war sehr gehypt auf YouTube. Aber dieser Sprühkopf ist Katastrophe. Der sprüht so flach. Oder man muss das Ganze halt so hoch sprühen und dann schnell mit seinem Gesicht so da durch. Aber ich finde es halt alles viel zu umständlich. Dazu kommt für mich persönlich auch noch, dass es mir einfach viel zu stark riecht. Und ich habe es gerade in meinem Mund bekommen. Und bei diesem P2 Prep and Fix Spray von dieser Pro Beauty Reihe ist es relativ ähnlich. Oh. Oh. Hello. Ja, das ist jetzt auch noch kaputt gegangen. Da ist jetzt tatsächlich auch noch dieses Ding rausgesprungen, was überhaupt dafür sorgt, dass dieser Nebel ein bisschen feiner ist. Da war der Nebel halt auch eine absolute Katastrophe. Ja, wir machen das jetzt. Oh. Und wenn man es direkt ins Gesicht sprüht, dann sieht es so aus. Ich mache es auch echt schön weit weg, ne? Nur, dass ihr seht, so. Und ich muss das halt so sprühen, weil ich immer nur hier so einen Strahl fühle. Leute, tut mir leid, dass sich das Licht jetzt so geändert hat im Laufe des Videos. Dann habe ich hier jetzt von P2 den Perfect Color Lip Liner im Farbton Prima Ballerina. Den habe ich mir damals, glaube ich, aufgrund irgendeiner YouTube-Empfehlung gekauft. Mir ist der aber persönlich als Lip Liner viel zu hell. Selbst wenn ich so einen hellen Lippenstift tragen sollte, so hell wie dieser Lip Liner jetzt gerade ist, würde ich immer noch einen Lip Liner verwenden, der ein Ticken dunkler ist. Aber das sind diese Käufe, wo man einfach noch blind auf die Meinung anderer vertraut, bevor man anfängt, sich seine eigene Meinung zu bilden. Und dann habe ich hier noch von Essence den Shine 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 Wet Look Lip Gloss. Ich meine, ich habe den euch sogar mal in einem Drogerie-Haul gezeigt, in so einem DM-Haul. In diesem Lip Gloss ist halt Glitzer mit drin und das fühlt sich dadurch echt so ein bisschen sandig an. Ich finde die Wimpern tatsächlich gerade gar nicht mal mehr so schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte. Das Problem bei denen ist halt einfach, dass sie bis an meine Augenbrauen kommen so. Das ist mir für meinen Geschmack halt ein bisschen zu lang und dann habe ich bei einem Paar versucht, so diese super langen Haare dazwischen drin rauszuschneiden, dann sah das noch schlimmer aus. Das ist halt einfach Geschmackssache. Was aber bestimmt keine Geschmackssache ist, ist, wie cakey mein Gesicht gerade aussieht. Seit dem letzten Mal, dass wir uns gesehen haben, sind circa 2 Stunden vergangen, weil die Sonne so stark angefangen hat, in mein Gesicht zu scheinen, dass ich einfach das Film abbrechen musste. Ich habe euch halt das Endergebnis noch nicht zeigen können und sage ich mal so, es war nicht besonders schön, um diese Produkte 2 Stunden lang im Gesicht zu tragen. Nichts davon fühlt sich besonders schwer im Gesicht an, das überhaupt nicht, aber es sieht so cakey aus. Normalerweise sieht mein Make-up am Anfang des Abends fast gleich aus wie am Ende des Abends. Einfach weil ich nicht eine Haut habe, die besonders viel nachölt. Und ich kenne meine Haut. Ich weiß, mit welchen Produkten ich arbeiten muss, damit sie auf einer gewissen Art und Weise aussieht am Ende des Abends. Aber wie ich gerade aussehe, ist absolut katastrophal und das nach 2 Stunden. An dieser Stelle blende ich euch jetzt sehr schön unangenehme,
unattraktive Close-ups ein, die mit meinem Handy gedreht worden sind, damit ihr auch seht, wie fabelhaft diese Produkte performt haben und aus welchen Gründen ich diese Produkte aussortiert habe. Das war's auch eigentlich schon mit dem Video. Ich fand es auf jeden Fall cool zu sehen, was ich mittlerweile von Produkten halte, die zum Teil ja wirklich zu meinen Favoriten gehört haben und wie mein Geschmack sich so geändert hat. Ich hoffe, dass es für euch auch cool war, um mit anzusehen. Schreibt mir doch mal ein Produkt in die Kommentare, welches ihr früher geliebt habt, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr mögt. Das würde mich interessieren. Dann könnt ihr an dieser Stelle jetzt noch hier meinen Kanal abonnieren, hier zwei weitere Videos von mir schauen, falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet. Und bis dann wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Heute ohne Küsschen, weil Lipgloss, ne? Tschüssi!